geheim. Was nicht offen ist, ist geheim. Was niemandem bekannt ist, ist geheim. Was man vor anderen verstecken will, ist auch geheim. Geheim kommt ursprünglich von Heim, was also nur bei sich zu Hause sein will, so wie früher Geheimrat war ein vertrauter Rat. Also geheim ist das, was man lieber zu Hause behalten will. Geheime Mantras und geheime Yoga-Übungen. In früheren Zeiten haben die Yogameister die spirituellen Praktiken und die Mantras oft geheim gehalten. Aber in der heutigen Zeit, wo alles öffentlich zugänglich ist, sind die wichtigsten Dinge öffentlich zugänglich. Man findet auch die Mantras, die noch Swami Shivananda in seinem Buch Japa Yoga als geheim bezeichnet, auf YouTube und in anderen Internetverzeichnissen. Heute ist vieles offen und das hat seine Vorteile. Geheim muss man etwas dann halten, wenn man Angst hat. Wenn man aber keine Angst vor Verfolgung zu haben braucht, dann kann man es auch offen weitergeben. Natürlich, es gibt bestimmte Dinge, die nicht allen zugänglich sein sollten. So sollten kleine Kinder ja auch kein Feuerzeug in die Hände bekommen. Und wie so schön heißt, Messer, Gabel, Schere und Licht sind für kleine Kinder nicht. In diesem Sinne muss man darauf achten, dass Menschen das zugänglich bekommen, was auch für sie hilfreich ist. Aber Menschen sind heutzutage ja auch mündige Bürger. Und so haben die Yogameister aus guten Gründen die Geheimhaltung aufgegeben oder reduziert und viel mehr Verantwortung den Schülern, den Yoga-Übenden überlassen.